Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier zu 7 Days to Die. Ah, was soll ich sagen? Lang nicht gespielt, Urlaub heil überstanden. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht großartig nachgeguckt, was zu tun ist. Ich habe hier weiterhin meinen kleinen Zettel. Und da steht drauf, wir wollen Richtung Eigenbau, also Clay, Cobblestone, Flagstone, bla und Sülz. Dazu hatte ich mir hier wohl einen Waypoint irgendwo gemacht. Da in die Richtung wollten wir mal gucken, was da so ist. Und ja, die Nacht über habe ich jetzt erstmal damit verbracht, hier mal so ein bisschen Eisen freizulegen. Und das sieht doch alles vorteilhaft aus hier. Also ich habe heute nur geschippt, nur den ganzen Sand weggehauen und ja, alles Eisen erstmal stehen lassen. Das kommt in die nächsten Tage an. Aber ist ja schon mal gut, was zu haben. Dann gucken wir mal nach hier oben. Ich würde ganz gerne hier unten dann auch noch mal so ein Türmchen hochbauen, dass wir denn da auch noch mal irgendwann hochkommen. Dass wir nicht immer gefährlich außen lang rennen müssen, sondern hier einfach runter können. Ja, was machen wir tagsüber? Tagsüber habe ich mir jetzt vorgenommen, wie gesagt, Clay zu schaufeln. Und das denn, wie gesagt, irgendwo in dieser Richtung hier vielleicht mal, dass man sich auch mal angucken kann, was da hinten so kommt. Und ja, ihr seht hier, ein bisschen Eisen habe ich schon mitgenommen, aber das ist echt nicht die Welt. Des Weiteren können wir, glaube ich, mal nach Fleisch gucken. Sollte auch da hinten in Ordnung gehen. Oh, die Bäumchen wachsen ja schon recht schön hier. Ja, und erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure ganzen Kommentare, für eure Unterstützung. Also, ich bin ja wirklich sehr begeistert, dass das, ja, nicht allzu gut geguckt wird, aber doch ein paar Zuschauer sich hier rüber verirren und halt auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Die ganzen Tipps und Tricks. Ich habe mich heute Mittag erstmal dran gesetzt, hinterher zu sein und Danke zu sagen. Aber, ja, solange ich in Dänemark war, hatte ich da nicht groß die Chancen, auch noch Danke zu sagen. Und Kommentare zu beantworten. Da kam ich jetzt erst zu. Jetzt habe ich diesen ganzen Hasen da die ganze Zeit verfolgt. Jetzt habe ich da hinten den Hirsch fast übersehen. Ja, gleich mal mit hier. Ja, da wandert er natürlich weiter. Hallo? Wo ist denn nur deine Hitbox? Oh, viel zu niedrig oder was? Hallo? Danke. Warum laufe ich nicht? Also. Ach so, das ist ja schön. Da ist er gerade gestorben oder was beim Wegrennen. Hallo? Undetected, finde ich gut. Hallo Hirsch? So, schauen wir mal rein hier. Ich bin noch nicht. Hallo? Der. Ich habe ihn doch hier eben gerade schreien hören. Der ist doch tot. So umgekippt ist der doch. Oder ist der da reingehüppelt? Kommt er doch nicht rein. Oder war hier vorne irgendwas kaputt? Ach, hier vorne liegt er. Eiskalt dran vorbeigerutscht. Ja, genau das war der Plan. Danke. Ist doch schön. Dadurch, dass Fleisch jetzt nicht mehr riecht, können wir jetzt ganz gemütlich Zeugs mitnehmen. Stört ja keinen mehr. Was habt ihr für Planung da hinten?
Was sagen denn die Pfeile? 47. Gibt's Schlimmeres? Sind wir an unserem Marker schon vorbei? Nee, aber hier ist auf jeden Fall grün. Habe ich mal schlauerweise ein paar Gläser mitgenommen? Nicht wirklich. Hätte ich gleich Wasser auffüllen können. Ist die Stadt hier vorbei, oder? Oh. Hat den jetzt wer gesehen? Was hier mit der Straße kaputt ist, weiß auch wieder keiner, ne? Zeltlager. Kohle. Neue Zombies. Sieht jetzt nicht so rosig aus. Ich muss aber gestehen, ich weiß auch nicht so recht, warum ich jetzt unbedingt in diese Richtung wollte. Wahrscheinlich, weil da ein grünes Biom ist. Ah, die Stadt ist hier vorbei. Hier geht nochmal ein Weg lang. Gut, dann setzen wir uns einfach hier nochmal einen Waypoint. Habe ich Knüppel mit? Nein. Kann ich überhaupt schon Knüppel? Zack. Oh, das Auto steht ja auch interessant. Two-Wheel Drive. Oder was? Sehr interessant. Oh. So, so. Und da ein bisschen. Ja, also für mich spannender ist irgendwie die andere Richtung da hinten irgendwie, finde ich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt dazu gebracht hat, da zu gucken. Aber ich würde jetzt einfach mal hier. Natürlich grabe ich genau daneben. Einfach mal ein bisschen Clay mitnehmen. In die Hocke gehen, kam auch als Tipp. Ja, das habe ich vorhin wieder angesprochen. Ich habe alle eure Kommentare natürlich gelesen. Ich habe halt nur lange nicht drauf geantwortet, wegen Urlaub. Habe ich jetzt endlich gemacht und ich bin euch echt dankbar für eure ganzen Tipps und macht ruhig weiter so. Kann ich gut gebrauchen. Und ja, seid mir aber bitte nicht böse, wenn ich denn mal den einen oder anderen Tipp doch nicht gleich umsetze. Ich vergesse sowas ganz gerne mal. Denn bleibt einfach behaglich. Denkt dran, ich nehme hier immer ein paar Folgen im Voraus aus. Also wenn ihr mir heute einen Tipp gibt und der übermorgen noch nicht umgesetzt ist, liegt es wohl daran, dass ich noch keine Chance hatte, den umzusetzen. Aber wenn ich das jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass ihr was gesagt habt und ich immer noch den gleichen Fehler mache, ruhig nochmal schreiben. Gut möglich, dass ich es einfach vergessen habe. Nicht höflich, ich weiß, aber ist leider so. Ich bin da leider etwas vergesslicher. Und da dürfte mich dann gerne auch häufiger mal dran erinnern. Aber wie gesagt, ich freue mich wirklich über eure ganzen Kommentare, dass ihr so interessiert hier zuguckt. Gerade weil ja Seven Days auch so ein bisschen mein Herzensprojekt ist. Und deswegen freut mich das eigentlich, dass das so gut bei euch ankommt. So, wir besorgen uns jetzt ein bisschen Clay, wie gesagt, damit wir uns schon mal anfangen können, ein bisschen Cobblestone/Flexstone machen zu können.
Da können wir hier ja schon mal anfangen. Allzu viel wird es nicht sein. Entschuldigung, könnten Sie das lassen, bitte? Dann werden wir noch nicht jetzt intensiver mal nach Bauplätzen gucken, wo ich persönlich ja hier dieses grüne Biom bevorzugen würde. Schön, dass du mich doch endlich gefunden hast. Kommen Sie doch ruhig mal näher. Gucken Sie sich doch mal an, Herr Bauarbeiter. Habe ich das hier vorschriftsgemäß? Ist das hier nach Ihren Vorstellungen? Ja, hau doch. Das ist doch. Ist das so schlimm, dass Sie jetzt hier gleich rumrandalieren müssen? Na? Abstand. Helm! Ach, schade. Du bleibst da hinten ruhig, oder? So. Dann reparieren wir die mal. Das habe ich auch gelesen. Das soll doch ruhig was bringen. So. Irgendwas bis 40% wurde mir, glaube ich, gesagt. Ah ja, schwierig. Bis 40% kann ich das wohl runterrocken und dann sollte ich das denn doch mal reparieren. Genauso wie ich in der Hocke halt arbeiten soll, dann regeneriere ich schneller. Ich versuche dran zu denken, wie gesagt, wenn nicht, einfach weiter schreien. Oh, Wanderhorde. Ohne Knüppel, das ist jetzt aber ungünstig. Ist jetzt aber wirklich ungünstig. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht allzu viel von hinten. Ah, sieht gut aus. Weiß nicht, kann ich vielleicht was mit dem Messer? Hat das vielleicht genug Schaden, dass ich hier mal. Ah, jetzt habe ich, wie gesagt, kein Knüppel mit. Das ist echt ärgerlich. Aber so viele Pfeile habe ich halt auch nicht mehr. Da drüben geht auch die Hälfte schon flöten. Alle Skillpunkte, ne? Das darf man nicht vergessen. Whoops. Kannst du mal aufhören, so zu wackeln? Ist das cool? Macht man das heute so oder was? Das ist doch nicht schön. Paar Cowboy-Stiefel. Ja, was hat man noch? Wenn ich Eisen nicht scrappe, sondern dann direkt einschmelze, kriege ich wohl 25% mehr Blut bei rüber. Sollte ich doch ruhig mal nutzen. Gerade bei Breath finde ich das auch sinnvoll. Da haben wir halt nicht allzu viel von. Und ja. Wenn man das halt stapelweise, so stackweise dann mal sammelt und dann mit einmal einschmilzt, ist doch eine gute Sache. Das kriegt man doch hin. Das klingt alles nicht gesund da unten. Ich hab das alles auf dem rechten Ohr, nicht von vorne. Gehen jetzt mal hier Richtung zurück. Wollt ihr alle mitkommen? Finde ich freundlich von euch. Wie sieht denn das aus? Mit Arrow habe ich keinen Stein mehr. Das können wir doch ändern.
Können wir nicht? Yucca-Samen. Komm, den einen Knochen schmeißen wir weg. Hier habe ich doch eben gerade irgendwo Steine rumliegen sehen. Sind wahrscheinlich jetzt just in der Sekunde despawned. Oder bin ich doof? Da liegen sie. So. Bisschen Abstand. Arrow 17. Naja, nicht die Welt, aber. Aua. Geh weg. Boah. Sag mal. Es ist mir jetzt auch nicht allzu sehr geholfen, wenn ich mir jetzt Falle nachproduziere, dafür aber 500 daneben haue. Aber seitdem ich jetzt auf dem Rechner spiele, läuft das wesentlich besser mit den Schlaganimationen. Also wenn die halt ausholen, dann holen die halt auch aus und treffen mich nicht gleich so wie auf dem Server. Das war immer so ein bisschen tricky. Und wenn sie jetzt ausholen, kann ich zurückspringen und habe noch eine Chance auszuweichen. Ja. Das klappt auf meinem Rechner auf jeden Fall besser als auf dem Server so. Dann essen könnten wir mal was. Oh, die eine Feder bringt mich jetzt auch nicht weiter, obwohl lieber das und das wegschmeißen. Dann schauen wir mal, was wir hier so Schönes finden. Ja, ich weiß, wenn ich die kaputt schlage, dann okay, da hinten Map irgendwo hier, denn bleiben nur die liegen, wo Loot drin ist. Aber ich würde die ganz gerne alle looten, damit mein Scavenging-Skrill wächst. Weil das zählt ja trotzdem als Loot-Container, wenn ich den öffne. Und das ist ja dann jeweils mal ein Skillpunkt. Quasi. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich jetzt dafür öffnen muss, damit der ansteigt. Aber ja. Geschenkten Gaul und so, ne? Ihr kennt das. Kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Da waren wir schon mal dran. Da auch. Dürfte ich ihnen helfen? Am besten ohne zittern. Dankeschön. So, dann sollten wir hier mal die Mausintensität ein bisschen runterstellen. Klappt das auch ein bisschen besser. Haben wir das? Können wir Kabel weitermachen? Kabelstone, Rux. Haben wir die heutige Horde auch noch hinter uns? Ich würde sagen, wir buddeln noch ein bisschen. Diesen roten Tee nehme ich gerne mit. Federn nehme ich auch mit. Ja, und mir wurde auch gesagt, ich soll hier überall draufhauen. Steigt mein Skill noch mit. Den muss ich aber jetzt wechseln. Das Geräte wechseln, das will ich jetzt nicht. So, wir buddeln jetzt noch ein bisschen. Wie gesagt, wir wollen uns bald mal eine neue Behausung bauen. Ich habe da schon so eine kleine Idee, was ich bauen möchte. Dafür muss ich auch noch ein bisschen skillen. Denn als wesentliches Element meiner Verteidigung wird denn die Blade Trap
zählen. Und ja, da muss ich noch einiges für skillen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich glaube, die Idee ist ganz lustig. Schauen wir denn mal. Oh, kann ich alles gar nicht mehr aufnehmen hier. Das ist ja äußerst praktisch. Hier sowas zum Beispiel würde ich dann scrappen. Blei ist denn so... das darf denn vernachlässigt werden. Oh, das bringt relativ gut Geld. Das können wir repairen. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Dann... ja, lassen wir das Fleisch hier. Oh, und wie ihr jetzt alle geschrien habt wahrscheinlich. Hier vorne, das ist schon alles despawned, ne? Na, toll. Umsonst gebuddelt. Buddeln für lau. Nur hier und heute. So, wo sind wir stehen geblieben? Blade Trap. Dafür muss ich aber ein paar Skillpunkte machen. Und ja, das können wir uns die nächste Nacht nochmal angucken, wenn ich da dran denke. Und ja. Obwohl ich nächste Nacht dann auch noch ein bisschen Steine kloppen würde. Obwohl die Steine hier wesentlich effektiver sind, gerade zu bearbeiten. Aber sowas hier, das sieht ja alles relativ... Mich hätte es ja gefreut, wenn hier jetzt das Biom so gewachsen wäre, ne? Aber es sieht so aus, als wenn das hier einöde wird. Huch, was habe ich denn jetzt einmal rausgetappt? Dankeschön. Das wollte ich eigentlich machen. Sieht mir so aus, als wenn es da hinten... Obwohl, es könnte grün sein. Nee, da oben sind Berge und da ist Wüste. Auch interessant. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwo da oben, dass man da baut. Hauptsache, man kommt da vernünftig von weg. Und dann müssen wir uns eigentlich auch mal die Stadt angucken. Aber bevor ich mir die Stadt großartig angucke, würde ich ganz gerne erstmal mein eigenes Hütchen bauen. Damit werden wir noch ein bisschen beschäftigt sein. Da brauche ich auch echt Unmengen von Clay zu. Das müssen wir auch noch gucken. Den ganzen Flagstone brauchen denn ja nochmal bisschen was von dem Clay. Und dann muss ich die Flagstone Rocks ja auch noch aufwerten mit Cobblestone. Sonst hat das alles gar keinen Zweck. Wie signet? Schwierig. Mining Tool Level 23, jawohl. So, den noch. Den gehen wir mal zurück. Und machen uns mal leere Taschen. Und ja, nächstes Mal suchen wir uns dann mal da hinten bei diesem dicken Pfeil. Eben habe ich noch gesehen. Da. Bei diesem großen Pfeil da hinten. Gucken wir uns dann mal den Airdrop an. Und ja, ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, Freunde. Danke fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.